Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Subnautica im Early Access. Ja, und ich hatte einfach mal Bock drauf, wa? Wir spielen ganz normal Survival. Ich habe das noch nicht gespielt, kein bisschen. Ich habe das nur so ein bisschen mal gesehen. Soll ein etwas anderer Survival-Spaß sein, als man das von anderen Titeln kennt, wie Stranded Deep, Ark Evolved und so weiter. Leider hat es, glaube ich, bisher nur einen Singleplayer. Und Subnautica spielt unter Wasser. Und jetzt hatte ich erstmal die Fresse. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Also was hier gesagt wird, das hat man vorher vielleicht auch schon mal gesehen. Alter, das muss ich erstmal umstellen. Währenddessen Mouse Sensitivity, das geht ja gar nicht. So. Boah, ist das komisch, Alter. Ist ja immer noch so. Ah, das soll wohl gehen. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Auf jeden Fall, was gesagt worden ist, wir sind abgestürzt. Und wir befinden uns mitten im Meer. Das ist unser Schiff. Wie wir sehen können. Was ist da hinten? Das weiß ich nicht. Und wir haben Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser, 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 Wasser. Sehr viel Wasser haben wir. Das ist unser Pod. Das ist sicher, wer vielleicht, wie heißt der Film denn noch? Ich komme jetzt gerade nicht da. Auf der Alien-Vorfilm Prometheus gesehen hat. Da gibt es diese Dinge auch. Diese Kapseln, diese Nook-Kapseln. Was wir haben, ist unser Fabricator. Damit können wir uns so ein paar Sachen machen. So viel weiß ich. So ein Basic-Shit und so. Wasser. Und wir haben Hunger, Durst, Leben. Und Oxygen für, weil wir uns unter Wasser befinden, haben wir natürlich nicht unendlich viel Tauchkraft. So, Alter, das mit der Maus, das ist Schrott, das weiß ich auch schon. Also ich weiß nur so die Grindsachen, Quarz, weiß ich. Ich weiß noch nicht mal, wo diese Acid Mushrooms für sind. Tab. Ah, okay. Jetzt habe ich jetzt schon wieder das Problem. Versuch mal die, das gefällt mir noch nicht so ganz. Nochmal, kann ich das hier so... Ne, das kann ich nicht. Ich habe das jetzt alles auf die empfohlenen Einstellungen eingestellt, nicht die höchsten. Was sowieso nicht mehr. Ich habe immer, wie man das vielleicht im Einlog-Screen schon gesehen hat, ich habe nur eine GTX 660. Anführungsstrichen nur. Es gibt wesentlich erst. Oh, das sind diese Dinger, die kann man kaputt machen, da sind Erste drin. Das war, glaube ich, Titan. So. Auf jeden Fall, ich habe nur eine GT, in Anführungsstrichen nur eine GTX 660. Und der kommt dann schnell doch bei aufwendigen Rendereien mal ins Schwitzen. Was ist das? Kann ich nicht. Ein Bumerangfisch. Nein, halt, nein! So war das doch gar nicht gedacht. So, und jetzt, wie kann ich die... Ah, mit F. Mit F kann ich die in mein Inventar tun. Alles klar. Also Bescheid. So wie ich weiß, gibt es dieses Spiel momentan nur im Singleplayer. Aber es soll noch ein Multiplayer kommen. Also, das wird ziemlich fett. Aber ich finde das schon ziemlich nice gemacht. Auch so von den Sounds und so. Oh, ich kann hier durchschwimmen. Die sind wichtig, habe ich gelesen. Das sind die, wie heißen die denn? Na komm her, Bumerangfisch. Die nicht, die anderen sind wichtiger. Oh, ich habe gleich keine Ahnung. Und zwar diese Airsack. Vielleicht tue ich die nachher mal auf, das nächste Mal das Spiel auf Deutsch. Aber die meisten, so wie ich, spielen sowieso lieber auf Englisch. Wo ich eigentlich mit Deutsch kein Problem habe. Und hier können das ja überhaupt nicht auf Deutsch spielen. Und zwar brauchen wir die, um uns erstmal ein bisschen Nahrung und Wasser
dafür sind die... Na, komm her. Eigentlich ziemlich vorteilhaft, ne? Komm her. Danke. Da ist noch einer. Na, komm her. So, den habe ich auch. Ist das hier? Oh. Gut, dass es diese Warnung gibt. Man kann hier nämlich entscheiden. Schnell ersaufen. Die brauchen wir auf jeden Fall erstmal, damit ich hier mein Wasser und mein Fressi-Fress wieder voll kriege. So. Guckt Fuck. Guck mal rein. So kann ich mich hier gerade nicht. Ach so, weil ich den angeklickt habe. Aus dem Bumerang fischen erstmal ein bisschen essen. So. Oh, 21. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ich glaube, dafür habe ich viel zu viele. Hier müsste irgendwo noch ein Storage Box sein. Ja. Kann ich denn hier jetzt auch was draus machen? Resources. Basic Materials. Dann mache ich erstmal Titan draus. Auch diese Geräusche, die da gemacht werden. Also Titan sollte ich erstmal genug haben. Also ich weiß ja nicht, das ist wahrscheinlich... Ah, Radi... Ja, da redet die Tante jetzt gerade drüber. Ja, mehr habe ich auch nicht. Also Titan erstmal weg, das brauche ich ja nicht. Jetzt auch mal wegpacken. Kann ich mir denn eine Storage Box? Was brauche ich da denn für? Resources? Quatsch. Was ist denn das? Personal Equipment? Nö. Deployments. Waterproof Locker. Was ist das? 4x4. Ah, dafür brauche ich schon mal Titanium. Das ist ja schon mal easy. Da haben wir ja jetzt erstmal genug von. Aber ich würde erstmal... Da ich da jetzt gerade so viel von gesammelt habe, denke ich, kann man da ein paar von machen. Genau, machen wir dann mal zwei kochen wir. Und dann machen wir ein bisschen Wasser. Oh, falsche Taste. Verfallen Sachen auch, habe ich gesehen. So, jetzt bin ich erstmal voll. Weiß ich halt nicht, wie lange die jetzt halten, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Das erste, was ich mir machen möchte, ist eigentlich eine Gasflasche. Ein bisschen länger unter Wasser durchhalten. Beacon. Beacon? Negative. Ach, 8. Equipment. Swimsuit, bla. Oh, zwei Tagen heißt der. Titanium und Glas brauche ich dafür. Titanium habe ich, Glas habe ich eigentlich auch. Eichen da einfach. Ah nee, ich habe ja nur Quarz. Ein bisschen Titan mit, so. Guck ich gleich mal. Resources, Basic Materials, Glas. Ein bisschen Glas. Reicht das denn schon für eine Flasche? Das wäre ja schon mal fett. Huch. Ach Quatsch, Personal Equipment. Ja, reicht tatsächlich für ein Ding, reicht das. Jo, das ist leider jetzt aber so ein Inventory, das heißt, je mehr Dinger man da von mir hat, so weniger kann man tragen, ne? Alles hat ein Ende, nur die Wasser 2. Okay, und Erze sollte ich suchen. Mal gucken, ob ich ein bisschen was finde. Wir erkunden hier erstmal ein bisschen. Weiß auch gar nicht, ob die Welt immer neu generiert wird. Also wenn ich jetzt ein neues Spiel mal machen, dass es dann... Oh, Quarz. Also ob es dann wieder komplett anders aussieht. Na du? Weiß noch nicht, wofür diese... Alter, geht das da runter. Diese Acid...
Dinger für gut sind. Okay. Oh, okay. Oh, oh, oh. Die explodieren. Nicht gut. Wie komme ich hier denn wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Keine Panik schieben. Oh. Das war falsch. Oh mein Gott. 27 Sekunden. Hier muss ich lang. Hier muss ich lang. Hier muss ich doch lang, oder? 21 Sekunden. Komme ich nicht lang. Ich ersaufe. Fail of the day. Ja, da komme ich auch nicht raus. Ich bin so dumm. Oh nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Fail. Ja, la, 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 la. Fuck. Ja. Aber man... Toll. Aber was habe ich verloren? Ich habe nichts verloren. Gut. Ja, das wollte ich nur mal zeigen, ne? Das passiert. Fuck, Alter, das war ja jetzt nicht so. Ja, ich habe doch nicht rausgefunden, das war Fail. Auf jeden Fall, das passiert dann. Jetzt sammeln wir wieder ein paar Fische ein, die werde ich dann gleich erstmal verwahren. Die kann ich, glaube ich, nicht einsammeln, oder? Ne, die kann ich nicht einsammeln. Oder noch nicht einsammeln. Quarz. Komm her. Es ruckelt manchmal ein bisschen, aber... Das ist, glaube ich, auch noch so ein kleines Problem vom Spiel. Und dass ich jetzt nicht gerade eine High-End-Grafikkarte habe, trägt natürlich da auch zu bei. Obwohl das eigentlich jetzt nicht so aufwendig ist, dass man sagen müsste, man bräuchte da was nicht für... Was für eine... Graphics-Karte. Oh! Ein C-Mod-Fragment. Da brauche ich diesen Laser für. Zeige ich euch gleich. Auch mal bauen. Ist das jetzt erstmal nach oben. Ja, ja, bla bla. So, ich futter mich erstmal wieder voll. New creature discovered. Kochen wir uns erstmal. Bumerang oder Pieper? Bringt der mir mehr? Der andere brachte, glaube ich, 21. Wie viel bringt der mir? 32. Fette Sache. Dann habe ich, glaube ich, viel zu viele gesammelt. Oh. Ob die auf... Ich weiß ja nicht halt, ob die... Uses Artifact Gravity to attract light objects. Ah, damit kann man welche anlocken. Wie geil ist das denn? Ja. Bevor ich hier jetzt aber... Okay, aber was ich machen will, ist noch eigentlich ein Tank. Aber, hä? Ich hatte doch Glas. Ah ja, nee, hatte ich nicht. Quarz. Ah, ich vergesse das immer. So, Glas. Machen wir nämlich uns gleich noch einen zweiten. Na, wo ist er denn? Genau. Ah, da muss ich nur ein bisschen, das ist ja unter Equipment. So. Ja, man, wir haben gerade angefangen. Spielen hier 10 Minuten. Alles easy. So, jetzt habe ich schon 105. Ich brauche noch einen zweiten. Einen zweiten brauche ich noch. Ja, das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt... So. Ah, das ist Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Oh, Salz. Salz. Quarz. Quarz. Bisschen Farm. Quarz. Gibt es die eigentlich nur in der Nacht? Ich glaube wohl, wa? Das übersieht man die nicht. Metal Fragments.
ist ein bisschen Titan von. Harz. Und hier ist so. Was war drin? Kupfer. Kupferohr. Kupfer jetzt ist schon mal gar nicht so schlecht. Quarz. Oh, hier ist noch mehr. Titan, ja. Na, das ist natürlich jetzt. Kupfer. Titanium. Titanium. Irgendwo noch eine, oder? Oh ja. Kupfer. Silber wäre mal cool. Vielleicht muss man dafür tiefer gehen. Erstmal nach oben. Nach oben, Emergency. Denn dann wird man mich loben. Ach, da ist man. Basis. Machen wir erstmal noch einen Tank. Dann soll das auch erstmal reichen. Kann man. Ich hab gesehen, man kann hier auch sowas wie Blaupausen für Sachen kriegen. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. So, ein bisschen Glas machen. Oh, wir können ja richtig viel Glas machen. So, das soll jetzt mal reichen. Ich hier erstmal nochmal. So. Das soll aber jetzt erstmal reichen. Oh, haben wir viel Shit dabei. Vielleicht jetzt mal ein paar von diesen Dingern machen. Vier mal vier. Power 10 von 25. Das soll jetzt mal reichen. Hier sind nämlich irgendwo. Ach, wahrscheinlich hat man begrenzte. Oh. Das ist jetzt ja nicht so viel. Aber auf jeden Fall kann man sie sich jetzt hier so hinpacken. Genau so. Tada! Inventory full. So, ich mir die nicht. Nein! Halt! Nein! Ich. Auf jeden Fall sind die hier jetzt. Auf einmal. Boah, ist das anstrengend, die. Ja, wir packen die erstmal. Hallo. Packen die erstmal. Hallo. Nicht denn da jetzt. Storage, genau. Lass mal den Scheiß da rein. Das ist ein unnützen Kack. Und schon mal, glaube ich, nur für. Nein. Ah, man muss immer von oben drauf. Packe ich mir erstmal mit den Shit da rein. Sortieren kann man ja immer. Erstmal grob den Scheiß da rein. Ach, ich bin noch so an der Kante. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Eigentlich wohl ein bisschen. Naja, ich wollte mal. Muss ich jetzt gucken, was ist. Ich möchte mir eigentlich so ein Messer machen. Sehen wir, was gibt's. Aber ich denke, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Ich freue mich, ja. Genau, ich freue mich. Ich freue mich immer. Ich freue mich. Es ist einfach toll. Nee, das soll ich nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es würde mich freuen. Wenn es euch Spaß gemacht haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nochmal wieder einschalten würdet. Bis Ständchen. Reingehauen. Tschüss. Arrivederci. Nein, nun ist aber auch gut. Haut rein.
Ist er immer noch da? Ja, war ein kleiner Witz, muss er sein. Okay, jetzt ist aber Schluss. Tschüss.